Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben hier heute eine kleine Art Sondersendung in Anbetracht dieser doch ernsten Situation zum Thema AdBlue. Das wird momentan durch alle Gazetten getrieben und darüber möchte ich jetzt gerne mit einem Experten sprechen. Dieser Mann ist für Sie alle schon bereits bekannt. Max Ruppert, Professor für Ingenieurtechnik und Ingenieurwissenschaften und gleichzeitig auch Geschäftsführer der Akademie der Denker. So ist es richtig. Viele haben schon von Ihnen gehört und ich freue mich, dass er uns zur Verfügung steht. Lieber Max, ich heiße Sie herzlich willkommen hier in Kanada. Lieber Andreas, vielen Dank für Ihre Einladung zum Gespräch. Ich freue mich. Gerne. Lieber Max, die Financial Times hat gerade geschrieben, dass das Unternehmen SKW in Priesteritz ihre Produktion eingestellt hat für AdBlue und ein Riesenaufschrei geht durch die Republik. In Österreich findet das auch gerade statt, dass jetzt alle LKWs stehen bleiben sollen. Und ich möchte ganz kurz nur ein Zitat bringen und dann lasse ich Ihnen freien Lauf. Dirk Engelhardt ist Leiter des Bundesverbandes Güterkraftlogistik oder Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Und er sagt wörtliche Rede: Lastwagen können ohne AdBlue nicht fahren. Und weiter sagt er, es wird einen Aufschrei in der Bevölkerung geben, wenn die Lieferketten zusammenbrechen und die Supermärkte leer werden. Das habe ich hier gerade abgelesen. Ich habe es hier auf meinem Bildschirm. Das ist die wörtliche Rede. Und was sagen Sie dazu? Es geht ja hier um eine drohende Hungersproblematik, dass also nicht genügend Nahrungsmittel sein sollten. Also, ich bin entsetzt. Ich kannte das nicht bis vor kurzem, wie ich sich da eben über Ihren Kanal, Andreas, darauf gestoßen bin. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Aus meiner Perspektive als Ingenieurwissenschaftler ist es absoluter Quatsch. Dieselfahrzeuge haben immer schon sich fortbewegt, auch ohne AdBlue. Es ist nur so, dass eben hier zwangsweise, wenn der AdBlue-Tank leer ist, das Auto sich nicht mehr starten lässt oder der LKW. Das ist also quasi eine technische Zwangsmaßnahme. Das heißt aber überhaupt nicht, dass aus der technischen Sicht ein LKW, der mit Diesel angetrieben wird, nicht mehr fahren kann, technisch, wenn quasi hier kein AdBlue mehr nachgetankt wird. Das ist ein Mausklick in dem Steuerungssystem, in der Programmierung, das zu ändern. Wenn es denn gewünscht ist, das zu ändern, ist es ein Mausklick, mehr ist es nicht. Lieber Max, vielleicht erklären Sie uns einmal ganz kurz, was ist eigentlich AdBlue? Ich glaube, das dürfte die meisten mal interessieren, um überhaupt erstmal ein bisschen Substanz in diese Diskussion reinzubekommen. Ja, sehr gerne. Also AdBlue besteht zu 32,5% aus flüssigem Harnstoff. Der Rest ist entmineralisiertes Wasser. Man sagt auch Aquadest dazu. Also in der Biologie kennt man ja Harnstoff, ne? Bei organischen Lebewesen, die scheiden das aus beim Stoffwechsel. Prozess und wird dann im Urin ausgeschieden. Das heißt jetzt aber bitte nicht, keine Aufforderung, in diesen AdBlue-Tank zu bieseln. Ja, das ist keine gute Idee. Vor allem diese Abgasanlage, insbesondere der Katalysator, der nimmt es da doch recht genau und verträgt nur hochreine Substanz. Also diese chemische Bezeichnung für Harnstoff ist übrigens Kohlensäurediamid oder in der chemischen Formel CH4N2O. Das ist also tatsächlich ein organischer Stoff und somit ist AdBlue auch nicht ewig haltbar. Also nach ein paar Monaten beginnt sich es auch so langsam zu zersetzen. Ja, aber es hält schon einige Monate. Ja, und übrigens, dieser industrielle Herstellprozess, der basiert auf den Entdeckungen von Friedrich Wöhler, der Harnstoff erstmals künstlich hergestellt hat. Und das war im Jahre 1828. Das war die absolute Revolution der Biochemie. Das ist jetzt schon fast 200 Jahre her. Aber bitte auch das Experiment von Herrn Wöhler nicht nachmachen. Es steht da immer ein bisschen als Nebenprodukt Blausäure. Das sollte man also tunlichst vermeiden. Okay, jetzt nochmal dazu. Sie sagten gerade so ganz locker so nebenbei, man kann durch einen Mausklick mehr oder weniger veranlassen, dass ein normaler Dieselmotor, es heißt, dass alle Lkw, ich glaube, Herr Engelhardt spricht von 90.000 Lkw und davon oder 80.000 und 90% davon brauchen diesen AdBlue-Tank.
zwingend überhaupt zur Produktion. Und alle Maschinen mit Dieselmaschinen von über, ich glaube, 2,5 oder 4 Tonnen, die brauchen die auch unmittelbar. Also für mich ist das auch neu, denn eine Dieselmaschine ist eine relativ simple alte Technik. Ich habe selbst ein altes Auto, Baujahr 82, der läuft auch mit Diesel. Da kann ich sogar Salatöl fahren, dann riecht es zwar wie eine Frittenbude, aber es ist trotz alledem so mehr oder weniger ein Allesfresser. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt dieser Motor so empfindlich ist, dass er nicht mehr läuft, wenn dieses AdBlue nicht läuft. Ist das tatsächlich so, dass man das einfach abschalten könnte? Ja, absolut. Also dieses AdBlue ist kein Zusatzstoff, der in den Diesel eingegossen wird. Das ist also völlig falsch, diese Vorstellung, sondern man muss sich das so vorstellen, dieses AdBlue-System besteht im Wesentlichen aus dem AdBlue-Tank mit Einfüllstutzen, der Zuleitung, einer Dosierpumpe, einem Druckventil und auch aus einem Drucksensor, der eben mit diesem Motorsteuergerät kommuniziert und damit also die Gesamtkommunikation im Fahrzeug auch beeinflusst. Es ist so, ich glaube, ziemlich konstant 5 Druck bar in dieser Leitung. Das ist schon ordentlich Dampf, damit das also auch wirklich immer in diese Abgasanlage eingesprüht wird. Eigentlich wird's richtig eingesprüht und nicht eingespritzt in diese Abgasanlage. Aber es hat nichts mit dem Motor zu tun. Es ist quasi ein Element, das man einbaut, um den Stickstoff oder andere Schadstoffe zu binden in der Abgasanlage. Das hat nichts mit dem Motor zu tun. Und dieser Drucksensor, der sendet quasi immer entsprechende Signale an das Steuergerät des Fahrzeugs, auch bei Fehlfunktionen. Auch wenn der AdBlue-Tank leer ist, bekommt die Steuerzentrale sozusagen eine Meldung und sagt dann beim nächsten Mal, wenn der Motor ausgeschaltet ist, beim nächsten Mal anschalten, geht nichts mehr. Das ist einfach nur eine technische Umsetzung einer Zwangsmaßnahme, wenn man so will. Mehr ist es nicht. Die Funktionsweise habe ich jetzt so halbwegs verstanden. Die Aufgabe soll ja sein, die Stickstoffe zu neutralisieren. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau, ja. Das ist quasi ein Einsprühvorgang in der Abgasanlage und dann wird quasi das abgesprühte Abgas sozusagen dann, das fließt dann quasi aus der Abgasanlage hinaus und ist damit weniger schädlich, als wenn man das nicht tun würde. Das ist eigentlich der Hintergrund und die Idee dahinter. Kann man mit dieser Argumentation vielleicht momentan so ein bisschen interpretieren, eine weitere Verteufelung des Dieselmotors an sich? Es kommt mir fast so ein bisschen vor. Wie sehen Sie das? Sie sind ja der Experte. Ja gut, ich bin jetzt nicht der Experte für Verteufelung. Nein, aber für Diesel, also für Maschinen. Aber ich muss auch sagen, der erste Impuls, den ich bekommen habe, das ist ja schon über ein Jahr her. Wir haben das im Herbst letzten Jahres gehabt, die erste Meldung, die durch die Gazetten ging. Der ADAC hat das dann am 11. November letzten Jahres aufgegriffen, die Bild-Zeitung dann im Dezember einen großen Artikel draus gemacht. Das ist ja alles schon durch, das Thema, dachte ich. Jetzt wird es wieder hochgekocht. Und mein erster Impuls war tatsächlich auch letztes Jahr, oh je, jetzt geht es wieder gegen den Diesel oder es wird nur Panik verbreitet oder beides. Das war so der erste Impuls, den ich hatte. Und jetzt wird es wieder hochgekocht, aber ich kann es nur aus rein technischer Sicht bewerten und da sage ich, das ist Blödsinn. Also so ein AdBlue besteht wirklich nur aus Harnstoff und Aquadest, also destilliertem Wasser. Mehr ist es gar nicht und das kann man wirklich ganz einfach selbst herstellen. Also ich habe mal gegoogelt heute noch als Vorbereitung des Interviews, wie viel das momentan kostet. Ein Kilo Harnstoff hochrein, 99,7% Reinheit. Ja, für ein Kilo bekommen Sie bei Amazon für 18 Euro. Interessanterweise vor einem Jahr waren es noch 12 Euro. Aber es wird ja alles teurer. Ja. Ich bin überzeugt davon, bei einer entsprechend hohen Abnahmemenge kriegt man das schon für 10 Euro oder drunter pro Kilo. Und ja, destilliertes Wasser, ich meine, das kann man selber machen. Dann nehmen Sie einfach, lieber Andreas, dann nehmen Sie einfach Omas Dampfkessel, einen Schlauch und einen Auffangbehälter und dann ist das auch einfach möglich. Oder jeder Hobby-Aquarist, Salzwasser-Aquarist weiß auch, was eine Umkehrosmoseanlage ist und kann also sowas auch herstellen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch mich mit der Norm befasst, die dahinter steht. 4 Seiten Text, eine Tabelle, also es ist recht schnell zu lesen. Für mich als Ingenieur sehr ungewöhnlich, so wenig da vorzufinden. Aber da stehen genau die Anforderungen drin und das ist kein Hexenwerk. Also sowas herzustellen und diesen Anforderungen der Norm zu genügen, halte ich für wirklich absolut machbar. Mit ein bisschen Know-how und Ingenieurkunst und entsprechender Willen geht es.
Also bei weitem nicht so hoch entwickelt, wie die meisten Leute glauben, dass es sich da um eine Wahnsinnsentwicklung handelt, um jetzt den Dieselmotor unschädlich zu machen. Man wird natürlich argumentieren jetzt mit dem AdBlue, ja, aber wenn wir das jetzt ausschalten, dann geht das zulasten des Umweltschutzes, was im Moment natürlich jetzt auch immer das Hauptthema ist. Wobei, wenn ich gerade sehe, dass durch die Nord Stream 1 und 2 Verletzungen, die ja kaputt gegangen sind durch die Explosion, unabhängig davon, wer das gemacht hat, das steht ja alles noch ganz offen, aber dass da ja angeblich Methangase ausgetreten sein soll, die der Schadstoffbelastung eines ganzen Jahres Industrieproduktion der Bundesrepublik Deutschland entsprochen haben sollen. Darüber wird nicht diskutiert. Ich habe es nur gelesen in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen. Aber wenn das jetzt im Prinzip die Argumentation wäre, dann wäre das natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier reden, dass durch den Wegfall von AdBlue keine Transporte mehr möglich sind, die Logistik zusammenbricht, die Supermärkte nicht mehr mit Essen versorgt werden. Mit anderen Worten, wir mit dem Thema Hunger jetzt zu argumentieren, dann wäre das ja ein Skandal, wenn wir auf dieser Ebene arbeiten würden, wenn ich das so richtig verstehe, oder? Wenn das jetzt nicht so ernst zu nehmen wäre, ich muss fast lachen. Also es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber... Nein. Blödsinn. Also totaler Blödsinn. Also ich kann das absolut widerlegen. Ich habe das mal ausgerechnet, ganz überschlagsmäßig, wenn ich jetzt das nach meiner Punch-Methode, ich nenne es jetzt mal so salopp, zusammenmixen würde, dann könnte ich so einen 10-Liter-Kanister für ungefähr 25 Euro herstellen. Und da ist aber alle Kosten inklusive, also auch mit diesem Plastikkanister. Das soll jetzt keine Aufforderung zum Punchen werden, ja, weil mit eigenem Gebräu kann es natürlich schon passieren, dass man dann Herstellergarantien verliert. Ne? Also ein bisschen vorsichtig. Okay. Aber ganz ehrlich, bevor Leute hungern müssen, da lassen wir uns schon was einfallen. Es gibt Gott sei Dank noch in diesem Land Wissenschaftler, Ingenieure und Ingenieurinnen natürlich auch, die wirklich genau Bescheid wissen, und das sehe ich völlig entspannt. Also da ist was anderes im Gange oder es sind nur noch Verrückte unterwegs. Nur die zwei Möglichkeiten. Es gibt keine dritte mehr für mich. Das ist absoluter Quatsch. Also das ist unnötig, da Panik zu machen. Ja, für mich ist es deshalb so spannend und deshalb habe ich um dieses Gespräch gebeten, dass Herr Engelhardt tatsächlich ein Geschäftsführer ist eines großen Verbandes für Logistik und für Transporte und Speditionen und der diesen Unsinn dann ja, wie Sie sagen, behauptet. Und hier geht es darum... Ja, dann muss ich echt mal fragen, hat der Typ im Chemieunterricht gepennt oder wie ist der Geschäftsführer geworden? Entschuldigung. Das also, kann ich nicht beurteilen, ich weiß nur, dass er... Leid. Also, da werde ich langsam ein bisschen auch ungehalten, das bitte ich auch zu entschuldigen, aber das kann es nicht sein. Also das ist eine Formel, die ist 200 Jahre fast alt. Und das lernt man normalerweise im Chemieunterricht. Und später hat er auch mal einen Ingenieurwissenschaftler fragen können, bevor er so einen Blödsinn erzählt. Wenn er das denn wirklich so berichtet hat, ich will es eigentlich noch gar nicht glauben. So schreibt es die Financial Times. Unverständlich, ja. So hat es die Financial Times auf jeden Fall gebracht und wir haben es so übersetzt. Und für mich ist es einfach nur die Frage, wenn dem so ist, uns ist nur aufgefallen, dass Herr Engelhardt ja auch eine Rolle spielt, immer wieder in diesen ganzen Themen der Logistik und dieser ganzen Veränderung der sogenannten Rescue Boards. Wir sprechen hier oft über unsere entsprechenden Informationen, die wir haben. Es gibt ja diese Operation Sunrise, über die wir schon mal gesprochen haben. Das ist eine Diskussion und das machte mir schon Sorgen. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Platz in unserem regelmäßigen Podcast, Montag, Mittwoch und Freitag, stabil durch den Wandel auf Eva Herrmann offiziell. Das findet man sowohl auf der Seite eva-herrmann.net oder eben halt auf dem Telegram-Kanal Eva Herrmann offiziell. Und da reden wir ja regelmäßig ein bisschen aktiver auch über diese ganzen Zusammenhänge. Und ich glaube, das war schon alles. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gibt es noch etwas Wichtiges, was Ihnen noch jetzt auf dem Herzen liegt? Ja, also vielleicht einfach als Professor auch mal ein Wort so an die Studenten und Studentinnen. Also ich habe das ja mal gemacht. Ich habe eben vor einem Jahr, wo diese Meldung kam, in dem ADAC-Magazin habe ich das meinen Studenten mal gezeigt und habe das dann zur Diskussion gestellt. Und ganz ehrlich, die sind alle aufgeweckt und wissbegierig, die meisten zumindest nach wie vor. Und haben das natürlich auch genauso gesehen, dass man das locker selber herstellen kann. Wir haben damals noch nicht die Norm gewälzt und das genau gemacht. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu langweilig gewesen. Aber das mal in der Historie zu betrachten, wo das herkommt, also aus dem geschichtlichen Bereich und aus interdisziplinären Ansatz mal das zu betrachten, das hat also mir als Professor und den Studenten auch richtig Spaß gemacht. Und im Endeffekt war dann auch so ein fast schon erhabenes Grinsen bei den Leuten, wo sie gesagt haben, okay, ich muss nicht diesen ganzen Fake News und diese ganzen Horrormeldungen, ich muss das nicht glauben. Ich kann auch mal so eine Meldung
sacken lassen und dann eben aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht beleuchten und sagen, wie kann ich jetzt da sogar ein Geschäftsmodell draus machen. Der eine hat so gemeint, was 25 Euro, das kriegen wir noch günstiger. Er hat gesagt, dann können wir vielleicht für 75 den 10-Liter-Tank verkaufen. Das war vor einem Jahr die Diskussion, ja, an unserer Freien Akademie. Wir hätten es fast machen sollen. Ja, es juckt ja fast schon eigentlich, diese Leute mal wirklich zu foppen, ja, und zu sagen, okay, dann sollen sie doch Panik verbreiten, wir machen unser AdBlue-Herstellungslager und verkaufen das für teuer Geld. Ja, aber ich will auch nicht ihr Kriegsgewinner werden, also um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber manchmal juckt es echt, wo man denkt, es kann doch nicht wahr sein. Ja, dann, also es gibt doch bestimmt noch ein paar geschäftssüchtige Ingenieure, die jetzt da mal anpacken und das Zeug selbst herstellen. Das ist wirklich total einfach. Also man merkt auf jeden Fall, wie aufgeregt das schon auch für Sie ist, wenn Sie so etwas hören und dass das schon irgendwo heftig ist, das Ganze. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen an unsere Zuseher. Gehen Sie einfach mal rauf auf die Akademie der Denker. Das ist eine Seite, wir werden die unten in den Videoblog nochmal mit einblenden. Ich bin auch sehr froh, dass Sie bei uns an der Akademie der Denker Dozent sind für das ein oder andere Fach, wo Sie eine Expertise haben. Und das ist wunderbar, dass wir da weiter zusammen letztendlich die Menschen zum Selbstdenken bringen und wieder sozusagen den Spaß empfinden, selber nachzudenken. Und das ist eigentlich unsere Mission daran. Wunderbar. Vielen Dankeschön Dank. Und bis dann. Ciao, ciao.